أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فئات برودة ونشفستن إم إسلام. صلاة الاستخارة، das Gebet für die richtige Entscheidung. Das ist heute unser Thema. Jeder Muslim, sogar jeder Mensch, muss in seinem Leben Entscheidungen treffen. Seien diese Entscheidungen groß oder klein. Jemand möchte heiraten und weiß nicht, ob das die richtige Frau ist für ihn. Jemand möchte studieren und weiß nicht, ob das richtige Studium für ihn ist. Jemand möchte ein Fahrzeug kaufen und weiß nicht, ob dieses Fahrzeug, dieses Modell, diese Marke gut ist für ihn oder nicht. Aber nicht nur für diese großen Entscheidungen, die lebenswichtigen Entscheidungen, die Entscheidungen, die dein Leben bestimmen, brauchst du Istikhara. Sondern auch für kleine. Oder du denkst, sie sind klein. Doch bei Allah sind sie vielleicht groß. Allah, der Barmherzige, der Barmherzigste aller Barmherzigen, Arhamur Rahimin, hat uns ein Geschenk gegeben. Er hat uns ein Geschenk gemacht. Dieses Gebet, Salatul Istikhara, 2 Raka'a betest du freiwillig und dann sprichst du ein Gebet, ein Bittgebet. Und durch dieses Gebet und dieses Bittgebet gibt dir Allah den Hinweis, was richtig ist für dein Leben. Allah zeigt dir, was bei ihm richtig ist. Und leider ist es fast eine verstorbene Sunna. Eine Sunna, die untergegangen ist. Nur wenige machen dieses Gebet, diese Sunna. Oder nur, wenn es um Leben und Tod geht. Wenn es um ganz große Entscheidungen geht, dann bete ich Istikhara. So war es aber nicht bei den Sahaba. Die Sahaba haben Allah um jede Sache gebeten. Es ist sogar überliefert, dass sie Allah gebeten haben, sogar um Schnürsenkel. Schnürsenkel! Es ist nicht viel, wirst du sagen, wie Schnürsenkel. Das hat doch jeder. Die Sahaba waren so mit Allah verbunden, dass sie Allah um alles gefragt haben. Denn Allah liebt diejenigen, die ihn bitten. Er liebt diejenigen, die mit ihm verbunden sind. Warum ist das Istikhara-Gebet so wichtig für uns, für unser Leben? Welche Weisheiten hat dieses Istikhara-Gebet? Was haben wir davon? Das Erste, was ich schon gesagt habe, ist, dass du sicher bist, dass das die richtige Entscheidung war. 100%. Wenn du Istikhara gebetet hast und du bist diesen Weg gegangen, und du hast bei Allah deine Angelegenheit gelassen, dann sei dir sicher, dass du immer gewinnst. Du wirst es niemals bereuen. Ganz im Gegenteil zu denjenigen, die keine Istikhara beten. Und später diese Zweifel haben, war diese Entscheidung richtig oder nicht? Vielleicht hätte ich
das tun sollen oder lassen sollen und ist dann hin und her. Bei Istikhara hast du das nicht. Denn du weißt, Allah hat das für dich bestimmt. Er hat das für dich gewählt. Du brauchst also nicht traurig sein. Und du brauchst auch keine Zweifel haben. Und an die Vergangenheit zurückdenken. Was wäre, wenn hätte ich bloß dies und jenes getan? Das nimmt dir Allah ab. Diese Sorgen, diese Zweifel, diese Ungewissheit. Denn Allah von seinem Wissen gehört, dass er alles weiß. Allah weiß alles, was in der Gegenwart passiert, was in der Vergangenheit passiert ist und was in Zukunft passieren wird. Und nicht nur das. Er weiß auch, dass, falls es geschehen würde, wie es wäre. Allah weiß, hättest du diese Frau geheiratet, welche Kinder du hättest, welche Zukunft die hätten, wo sie gelandet wären. Allah weiß, dass diese Ehe keine Zukunft gehabt hätte, dass ihr nur Probleme hättet. Allah weiß, dass du dieses Fahrzeug nicht haben solltest, dass du damit einen Unfall gebaut hättest, dass du nur Verluste hättest. Allah weiß, dass diese Schule nicht gut für dich wäre, dass du in Fitna gefallen wärst mit Frauen, dass du sie nicht abgeschlossen hättest. Das weiß Allah. Du weißt es nicht. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Und Allah weiß es. Ihr aber wisst es nicht. Und deshalb ist es wichtig, Istikhara in seinen Alltag zu bringen. Denn ein gehorsamer Diener, jemand, der Allah liebt und Allah liebt ihn, verhält sich wie ein Diener, wie ein Sklave. Wenn jemand ihn fragt, willst du diesen Job annehmen? Er sagt, stopp, ich muss meinen Herrn fragen. Willst du das Auto kaufen? Stopp, ich muss meinen Herrn fragen. Ich frage ihn zuerst. Er weiß es. Ich weiß es nicht. Und dann werde ich dir antworten. Gewöhne es dir an. Nicht sofort Ja oder Nein zu sagen, sondern sage Stopp. Ich muss Allah fragen. Er wird mir antworten. So hat er es versprochen. Eine wichtige Regel für Istikhara ist, dass man Istikhara betet nur für erlaubte Dinge oder gute Dinge. Nochmal, Istikhara darf man nur beten, wenn es sich um eine erlaubte Sache handelt oder eine Sache, die gut ist. Was meinst du damit? Ich meine, diese Sache an sich muss erlaubt sein, halal. Oder mustahab. Es fallen heraus haram und wajib. Es ist nicht erlaubt, dass du Allah bittest, ja Rabbi, soll ich klauen oder nicht? Ja Rabbi, soll ich betrügen oder nicht? Ja Rabbi, soll ich mit dieser Frau was eingehen oder nicht? Das ist haram. Er hat schon entschieden, dass du das nicht darfst.
Ja Rabbi, soll ich beten oder nicht? Ja Rabbi, soll ich zur Hajj fahren oder nicht? Ja Rabbi, soll ich Hijab tragen oder nicht? Haram! Er hat schon entschieden, dass du das tun musst. Aber ob du dieses Studium oder das andere machst, oder diese Frau oder die andere heiratest, das ist halal. Das ist eine Regel von Istikhara. Eine weitere Regel ist, dass du dir guten Rat holen sollst. Hole dir guten Rat, bevor du eine Sache tust. Manche Gelehrte sagen, al-istishara qabla al-istikhara. Die gute Beratung kommt vor dem Istikhara-Gebet. Es kann nicht sein, dass du sagst, ja Rabbi, ich möchte ein Auto kaufen, aber ich weiß nicht welches. Soll ich einen Golf kaufen, Porsche, Volvo, Mercedes? Gehst in den Automarkt und drehst dich um und sagst, der ist es. Das wollte Allah so. Nein, das wollte Allah nicht so. Das wollte dein Nefs so. Das wollte deine Spielerei. Oder wie manche es machen, na'udhu billah. Das ist Spielerei mit der Religion. Er macht Folgendes. Das ist Haram übrigens. Er sagt, ja Rabbi, was soll ich wählen? Dieses oder das andere. Und dann nimmt er Mushaf. Allahu Akbar, inna Ashab al-Jannah. Ashab al-Jannah, Paradies. Ich mache es. Und wenn er bei Nahr ist, dann, na'udhu billah, mache ich nicht. Das ist nicht erlaubt. So fragt man Allah nicht. Allah hat dir durch seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht, wie du ihn fragst, wie du ihm näher kommst. Keine Spielereien, keine Philosophie, kein Sufismus. Es gibt nur Sunna. Es gibt nur Koran und Sunna. Und lasse das, was die Menschen erfunden haben. Das ist zu viel. Das gehört nicht zu unserer Religion. Das Istikhara-Gebet, was wir gleich behandeln werden in der Aussprache, sollte man folgendermaßen machen. Wenn du etwas tun möchtest, haben wir gesagt, sollst du dich erstmal beraten, ob diese Sache gut ist für dich oder nicht. Und Nummer zwei, da hebst du deine Hände und sprichst dieses Dua. Entschuldigung, du betest erstmal das Gebet, ein freiwilliges Gebet, ein Nafila-Gebet, kein Pflichtgebet. Nummer drei, du bittest dieses Dua, was wir gleich sprechen werden. Manche Gelehrte haben gesagt, dass man in der ersten Raka'a قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ Entschuldigung, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ lesen soll, in der zweiten قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Aber dafür gibt es keinen Beleg. Es wurde uns freigestellt, welche Sura wir lesen. Es sind nur zwei Raka'at. Das ist das Erste, was wir müssen. Die zweite Frage: Wann soll man das Istikhara-Dua sprechen? Es gibt ein Bittgebet und die Frage ist, wann man das sprechen soll. Manche Gelehrte sagen, nach dem Tashahhud. At-tahiyyatu lillahi was-salawat wat-tayyibat, salatul ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Und kurz vor dem Taslim sagt man dieses Dua, Allahumma inni astakhiruka bi-ilmik und so weiter. Wie Sheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, es sagt. Andere Gelehrten und die meisten Gelehrten von dem Madhahib sagen aber, nach Abschluss des Gebets, nachdem du zwei Raka'a gebetet hast, du hast das Taslim gemacht, hebst du deine Hände, kannst du sie heben, wenn du möchtest, und dann
sprichst du dieses Dua. Für deutschen Muslime, die kein Arabisch können, gibt es natürlich Erleichterung. Welche Erleichterung? Nummer eins, wenn du es sprechen kannst, dann spreche es auch. Das ist die erste Sache. Es ist natürlich besser, wenn man das auf Arabisch spricht. Und es ist was anderes, wenn es von Herzen kommt. Wenn man Dua spricht und es kommt von Herzen, ist es was ganz anderes, als dass man etwas ausspricht, was man nicht versteht. Nummer zwei, du darfst es auch auf Deutsch lesen. Wenn du kein Arabisch kannst, dann darfst du es auch auf Deutsch lesen und ablesen. Das ist eine Erleichterung. Aber diejenigen, die Araber, die Arabisch können, dürfen es nicht. Das ist eine Erleichterung für A'ajim, für Nicht-Araber. Der letzte Punkt, den ich hier behandeln möchte, ist über Istikhara, sind Anzeichen der Istikhara und Fehler der Istikhara. Anzeichen der Istikhara, wie weiß ich, welches Zeichen habe ich, dass das wirklich richtig ist? Es gibt drei Anzeichen. Wenn eine dieser Anzeichen eintritt, weißt du, dass das die richtige Entscheidung ist. Weißt du, dass das die richtige Frau ist? Weißt du, dass das das richtige Studium ist? Weißt du, dass es gut ist, was du tust? Wir haben gesagt, aufpassen, diese Regel, diese Sache muss halal sein. Du darfst nicht, verehrte Schwester, einen Mann heiraten, der nicht betet. Haram! Mach keine Istikhara! Ist schon gelaufen. Die Entscheidung steht fest. Haram. Und für alle anderen Entscheidungen, Brüder, ihr müsst euch das vorstellen. Die Leute fragen Allah, ja Allah, soll ich Haram machen? Schämst du dich nicht? Nur bei Halal. Ist das besser oder das andere? Dann darfst du. Ihr wundert euch. Ihr würdet euch wundern, wenn ich euch erzählen würde, was die Leute Allah fragen. Man muss sich schämen vor Allah. Das würdest du deinen Vater nicht fragen. Du würdest das nie vor deiner Mutter tun. Aber vor Allah. Die Sache muss also halal sein. Erst dann hast du eines dieser Anzeichen. Das erste Anzeichen, was eintreten kann, ist dieses gute Gefühl. Es ist ein schönes Gefühl im Inneren. In Shirah al-Sadr. Du fühlst Glückseligkeit. Zuvor wusstest du nicht, was das ist. Ja Rabbi, ich bin nicht sicher, ob das das Richtige ist für mich. Und nachdem du es betest und Dua gesprochen hast, fühlst du eine Glückseligkeit. Du bist zufrieden. Du verstehst nicht, warum. Du hattest dich noch nicht entschieden. Und hier ist die Gefahr. Es gibt nämlich Menschen, die haben sich schon entschieden. Ganz gleich, was kommt. Ich mache es trotzdem, aber Istikhara schadet ja nicht. Das ist Spielerei. Wenn du aufrichtig bist mit Allah, und das ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel für den Erfolg, für das Paradies, Aufrichtigkeit mit Allah, dann wirst du auch diese Anzeichen sehen. Dann wirst du diese Glückseligkeit fühlen oder das Gegenteil.
Du fühlst Enge in der Brust, als ob jemand dich erwürgt. Dir ist schlecht. Plötzlich, bist nicht krank. Du weißt nicht, woher das kommt. Das ist von Allah. Das ist ein Anzeichen, was passieren kann. Nicht muss, kann. Das zweite Anzeichen ist, dass man einen schönen Traum hat. Muss nicht sein und keine Voraussetzung. Und das ist Bid'ah, dass man darauf wartet. Einer der Fehler von manchen Sufiken ist, dass sie auf Träume warten. Und die haben bestimmte Voraussetzungen. Wer ist die Khara betet, soll das Ganze in der Nacht tun und dann nicht mehr sprechen. Und auf die rechte Seite und auf den Traum warten. Heute nicht gekommen, kein Problem. Nächste Woche auch nicht gekommen, auch kein Problem. 2 Monate nichts gekommen? Das ist Spielerei. Istikhara ist nicht mit Träumen verbunden. Aber wenn ein Traum kommt von Allah, dann nimm es an. Nimm diesen Traum an und verstehe ihn, dass es etwas Gutes ist für dich. Und manche sogar, und das gehört auch zu den Fehlern, warten auf Träume mit bestimmten Farben. Grün ist gut und rosa auch. Aber schwarz und rot, Feuer und dunkel und finster, das ist Bid'ah. Das darf man nicht tun. Und das dritte Anzeichen und das wichtigste Anzeichen ist, dass diese Sache erleichtert wird. Diese Sache wird erleichtert. Du hättest niemals gedacht, dass es so einfach geht. Du möchtest diese Frau heiraten und hast dich beraten mit vertrauenswürdigen Brüdern. Du möchtest dieses Haus kaufen und hast dich beraten. Und diese Berater, diese Ratschlaggeber, müssen 3 Eigenschaften haben. Erstens, Wissen im Islam. Was halal ist und was haram ist. Was Allah liebt und was er hasst. Zweitens, Wissen zu diesem Thema. Ist dieses Auto gut oder nicht? Ist diese Frau gut oder nicht? Diese Familie? Und drittens, er muss dir das Gute wünschen und dich für Allah lieben. Geh niemals zu jemandem, den du nicht kennst. Und du weißt nicht, ob er dir das Gute wünscht. Das dritte ist also, das dritte Anzeichen, ob diese Sache erleichtert wird. Du gehst und möchtest eine Frau heiraten und der Vater sagt dir herzlich willkommen, marhaban. Was verlangst du an Brautgabe? Gar nichts, was du geben kannst. Wann möchtest du heiraten? Wann du möchtest, mein Sohn. Das Auto, sie können Probe fahren, alles läuft gut. Das Haus, picobello, gefällt dir und deiner Familie. Der Vertrag kommt schnell zustande. Das sind Erleichterungen. Das Gegenteil sind Hürden, Schwierigkeiten, Probleme, die vorher nicht, an die du nicht mal gedacht hast, plötzlich aufgetaucht. Probleme. Du hast eine gute Absicht und dir auch, aber es passt nicht. Es soll nicht sein. Schwierigkeiten. Es passieren Sachen und du sollst dann wissen, dass es nicht für dich ist. Diese Sache ist nicht für dich. Dann nimm auch diesen Ratschlag von Allah. Das sind einige Punkte und wir werden in der zweiten Khutbah
über den Wortlaut sprechen. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatul Istikhara besteht aus einem Gebet aus zwei Raka'a, die freiwillig sind, und aus einem Bittgebet. Und wir haben gesagt, dass die stärkere Meinung ist, dass man das direkt nach dem freiwilligen Gebet, nach der Nafila, spricht, außerhalb des Gebets. So wie es die vier Madhab sagen. Vier Madhab sagen nach dem Gebet. Und wir haben gesagt, dass man seine Hände heben kann. Und viele Gelehrte sagen auch, dass man zuerst mit Alhamdulillah beginnt. Alhamdulillah wa thana alayh. Dass man Allah lobt und dann die Segenswünsche für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Und manche sagen Suratul Ibrahimiyya. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد und so weiter. Und dann spricht man dieses Dua. Und ich sage das erst auf Arabisch und darauf auf Deutsch. Auf Arabisch heißt es, dass man sprechen soll: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. Wie gesagt, das kann man auch ablesen. Wie gesagt, wer das auch nicht kann, der kann das auch auf Deutsch sprechen, also die Bedeutung sprechen, außer dass der Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymin rahmatullah alayh sagte, dass es nicht erlaubt ist, dass man für Allah etwas anderes nimmt. Man sagt nicht, oh Gott. Sag, ja Allah! Und dann macht dies Dua. Du sagst auf Deutsch, oh Allah, ich bitte dich um Eingebung der richtigen Entscheidung aufgrund deines Wissens. O Allah, ich bitte dich um Kraft zur Durchführung des Vorhabens durch deine Macht. Und ich bitte dich um deine unermessliche Gunst. Denn du allein hast die Macht dazu und ich nicht. Und du allein weißt alles und ich weiß es nicht. Und du allein bist der Kenner des Verborgenen. O Allah, wenn du weißt, dass diese Angelegenheit gut ist für mich, und hier sagen die Gelehrten, dass man das nennen soll, was man vorhat. O Allah, wenn du weißt, dass diese Angelegenheit gut für mich ist, nach Angelegenheit sagst du, was du möchtest. Du sagst, ja Allah, wenn du weißt, dass diese Angelegenheit, diese Frau, Tochter von so und so, dass Fatima, die Tochter von Muhammad, gut ist, dass ich sie heirate. Ja Allah, wenn du weißt, dass diese Angelegenheit, dieses Auto, das rote Auto, Golf, wenn das gut ist für mich, dann geht, und dann sprichst du weiter. Du sagst, O Allah, wenn du weißt, dass diese Angelegenheit, und du nennst diese Sache, gut ist für mich, für mein Dien, wenn das gut ist für meine Religion, für mein Leben und für mein Lebensende, so bestimme sie mir. Ja Allah, wenn es gut ist für mich, dann bestimme es für mich. Und erleichtere
sie mir. Und dann gib mir Segen darin. Und wenn du weißt, wenn es in deinem Wissen ist, dass diese Sache schlecht ist für mich, سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.